Das Heute, die Gegenwart, könnte man vielleicht als spirituelles Zeitalter bezeichnen. Es ist uns natürlich bewusst, dass allein der Begriff Spiritualität nicht allgemeingültig oder verbindlich definiert werden kann. Manchen ist er inzwischen sogar schon wieder zu abgedroschen, wie wir gestern auch in einer Wortmeldung gehört haben. Jedenfalls hat der Begriff eindeutig christliche Wurzeln zunächst einmal und steht für die Gegenwart des Geistes, Gottes und Jesu Christi als Quelle christlicher Spiritualität, wurde dann aber spätestens ab der Mitte des 20. Jahrhunderts ausgehend vom angelsächsischen Bereich als transreligiöser Begriff verwendet.